Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ori and the Blind Forest. Voller Energie und super gut gelaunt machen wir uns heute auf. Wo müssen wir überhaupt hin? Warte mal. Falsch. Hier. Finde das Gumon-Siegel, das im Nebelforst versteckt ist. Genau, wir müssen ja jetzt hier rüber in die warte mal. Noch ein weiter. Da, zu diesem leuchtenden Ding müssen wir. In die Elendsruinen. Wir haben ja letzte Folge das ganze Wasser hier. Ja, wir erinnern uns. Ich will mich gar nicht dran erinnern. Das Wasser alles wieder, das Wasser wieder hergestellt. Und jetzt gucken wir mal. Wir müssen eigentlich in die Richtung. Warum gehe ich also immer nach rechts? Ich weiß es nicht. So, wir schauen mal, was es hier so gibt. Ach, ich kann ja schwimmen. Nein, ich dachte, ich kann nicht vorbeispringen. Egal. Ja, hier ist es vorbei. Kann ich da hoch? Ach, guck mal, da oben ist was. Na, ach so, ich dachte schon, ich habe es gespeichert. Was ich gar nicht wollte. Ach, guck mal. Zack. Ist hier noch irgendwas? Da unten, guck mal. Ja, jetzt will ich mal probieren, ob ich irgendwie da hochkomme. Nein! Ah, Kacke. So. Zack. So, jetzt beginnt hier der Trick. Na, verdammt. Ich glaube, hier kommen wir noch gar nicht hin. Guck mal, ich habe noch Fähigkeiten zu vergeben. Nein, wo ging das? Wo ging das? Achso, hier. Natürlich. So, wir sind jetzt hier. Das haben wir gemacht. Ultraseelenverbindung. Na, das brauchen wir nicht. Wasseratmung. Wäre eine Überlegung wert, aber brauchen wir noch nicht wirklich. Dreifachsprung, das wäre mal cool, aber das kostet uns noch etwas zu viel. Ultraverteidigung. Was haben wir denn hier? Die meisten einsammelbaren Gegenstände werden automatisch absorbiert. Okay, und hier Streuflamme. Mit der Geisterflamme zwei Ziele auf einmal zu treffen. Das klingt doch gut, oder? Komm, das machen wir mal. Wir gehen immer schön auf Damage. Und jetzt gehen wir weiter. Wir müssen eigentlich komplett hier rüber. Gibt es keine Schnellreisefunktion? Da muss ich hin. Guck dir das mal an. Ich bin hier hinten. Was ist denn das für eine 4? Na. Guck mal, hier unten sind auch solche Dinger noch versteckt. Kann ich das kaputt machen hier irgendwie? Nee, leider nicht. Komme ich da irgendwie rein? War klar, dass ihr wieder da seid. Her damit. Nee, ich glaube, da kommen wir auch nicht hin. Ja, jetzt muss ich mich ja hier erstmal orientieren, Leute, ey. Da ist auch nichts. Ich muss mal eben Luft holen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir hier schon mal waren. Ich glaube, hier waren wir schon mal, kann das sein? Nein! Nein, jetzt bin ich wieder hier. Egal. Dann probieren wir nochmal, ob ich hier hochkomme. Vielleicht habe ich ja jetzt mehr Glück. Irgendwie muss das doch gehen. Hopp! Ja, wir sind so gut. Ist nicht dein Ernst.
Verdammt. Das fehlt mir auch wieder noch, so ein Vieh da oben. Komme ich denn jetzt am besten da hoch? Komme ich da überhaupt hoch? Was muss ich überhaupt machen, um da hinzukommen? Fragen über Fragen hier, nach 5 Minuten nur. Ach klar, warte mal. Ich nutze den einfach als Sprungbrett. Na, traust du dich nicht mehr? Komm her. Du Wurm, du. Wir finden schon immer einen Weg hier. Ist nicht dein Ernst. Okay, warte, warte, warte. Nein! Na, verdammt mich nochmal. Ich hätte besser gespeichert da oben. Nochmal. Jetzt aber. Ich fühle es. Alter, was ist denn das hier wieder für eine Kacke? Muss ich mich schon wieder aufregen wie in der letzten Folge? Sag also, Mann, also mittlerweile macht das hier nicht mehr so viel Spaß. Ja, Alter, es geht schon wieder los. Ja. Jetzt aber. Ach Mann, ey, das ist echt. Ach, so langsam fängt das Spiel echt ein bisschen an zu nerven. Und das ist übel, wenn man keinen Bock mehr hat, das zu spielen. Ah, ich sag einfach gar nichts mehr. Wir machen jetzt ein unkommentiertes Gameplay daraus. Fail Play. Jetzt aber, du kleine Ratte. Kann ich hier speichern? Nein, verdammt. Geh weg. Ist klar, kann ich keine Verbindung herstellen. Geh weg. Geh weg. Jetzt aber. Perfekt. Bevor ich jetzt wieder 20.000 Mal hier sterbe und alles neu machen muss. Ach. Zum Glück habe ich gespeichert. So, jetzt aber. Ich muss einmal darüber. Boah, wie geil. Ich habe es sogar geschafft. Toll, jetzt sehe ich nicht, was da vorne ist. Ein Baum, da muss ich hin. Wie schön, haben wir eine neue Fähigkeit. Ilo. Der kräftigste der Geister, der stärkste, der je gesehen wurde. Jetzt ruht er hier, verwandelt in einen Stammbaum. Was gibt er uns denn? Du hast das Stampfen erlernt. Ja, benutze die Fähigkeit, indem du A drückst, um in die Luft zu springen und dann nach unten, um gewaltig den Boden zu erschüttern. Der kleine Ori hier. Jetzt beginnt der Spaß hier. Wie komme ich jetzt hier hoch? So, warte mal so. Natürlich, ist doch klar. Toll. Kannst du mal bitte da rauskommen? Ich muss mich einmal hier hoch teleportieren. Stampfangriff. Ja, haben wir gerade schon gemacht. Ich glaube, hier können wir nicht stampfen. Kann das sein? Nee.
wie so ein Torpedo hier runter, aber da kommt er nicht durch. Der Kleine. Nee, dann müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Was sagt denn die Map? Die Map sagt, wir müssen, ja. Kann mal dieser Wurm hier wieder erscheinen? Dann kann ich mich nach oben buxieren. Verdammt, komm her. Nach oben kann ich einen Stampfangriff nicht machen, oder? Nee. Leider nicht. Wie komme ich jetzt wieder zurück, Leute? Ist doch mal eine berechtigte Frage, oder? Weil ich weiß es gerade nicht. Hier geht's nicht weiter. Komm her, du Wurm. Nee, da geht's nicht. Also, irgendwie stehe ich heute auf dem Schlauch. Ich weiß auch nicht. Ach, auf diesem Ding oder was? Ach, wie geil. Natürlich. Ja. Yeah, gut. Das war mal relativ easy going. Jetzt bin ich wieder hier. Ach ja, genau. Ja, dann können wir ja jetzt... Na, geh weg! Nein! Ich will jetzt nicht sterben, verdammt. Komm her. Boah, wie knapp. Dann können wir ja jetzt weitergehen, oder? Jetzt haben wir eine neue Fähigkeit erlernt. Ich glaube, die wird uns noch ein bisschen helfen. Hier zum Beispiel. Um hier diesen Fähigkeitenpunkt noch zu holen. Den wir gleich investieren werden. Bevor wir weitermachen. So, was gibt's hier noch? Das Ultrastoß. Ultra-Geistermagnet. Brauche ich schon. Da geht noch ein Punkt. Und das kann ich auch schon nicht mehr machen. Also ich könnte nur noch Ultra-Geistermagnet. Und so wichtig ist der mir nur auch wieder nicht. Dann warten wir erstmal. So. Dann gehen wir jetzt nach links, wo wir auch hin müssen. Gut, dass es auch geht, wenn man nicht genau auf den drauf knallt. Juhu! Ah, guck mal. Wir schalten eine neue Map, einen neuen Map-Teil frei. Sehr schön. Huch. So. Mir schwant schon wieder Übles. Nein! Warte mal. Ach, verdammt. Na, egal. Kann ich mich hier oben so draufstellen? Ich habe Angst. Oh oh. So ein Blob. Schleichangriff! Energie! Oh, andere Musik. Was ist passiert? Dahin, ohne zu sterben? Bestimmt nicht. Ich kenne mich doch. Was habe ich gesagt? Oder irgendwie hier so? Nee, also ich glaube, da brauchen wir irgendwie einen Dreifachsprung oder so für. Da sind wir noch nicht ausgerüstet genug.
Schieß. Verdammt. Upsala. Das war wohl ein missglückter Angriff. Damit ich jetzt nicht immer hier hochgehen muss. Das gibt's doch nicht, dass ich an dieser blöden Spinne jetzt wieder nicht vorbeikomme. Ey, komm her. Geh weg. Habe ich mir jetzt meine Fahrkarte gerade hier drüber zerstört? Ich hoffe nicht. Jeder Depp kann ja auch schießen. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Oh, hier war ich schon. Was sind das da unten eigentlich für Dinger? Sind das Seelenverbindungen, wo ich gespeichert habe, oder kann ich da was einsammeln? Warte mal, das muss ich mal eben erforschen. Hier unten. Das ist mir da... Das macht mich doch jetzt schon etwas neugierig. Wo bin ich jetzt? Und jetzt nach rechts. Ah, guck mal. Kann ich mich einmal aufladen? Krass. Ist wieder so ein Fragment da unten noch versteckt. So, und weg mit dir. Oh, verdammt. Was ist denn hier los? Oh, so einer schon wieder. Guck mal. Huch, Alter. Okay, also das wär fast schief gegangen hier, ey. Wie soll ich denn hier am besten durchkommen? Komme ich da überhaupt durch? Oh ja, ich komme da durch. Ach Gott, da war noch einer. Den hab ich gar nicht gesehen. Verdammt. Okay, nochmal. No! Oh, boah, auf einen Millimeter. Ich hätte, es gibt wieder drei Wege. Einen schwierigen, einen leichten, einen mittleren. Ich nehme den schwierigsten. Ich kenne mich. Wo gehe ich her? Links? Wir gehen nach links. Oh Gott, Alter! Die habe ich schon wieder nicht gesehen. Das gibt's doch nicht. Muss ja echt aufpassen wie ein Schießhund. Ich traue mich gar nicht mehr weiterzugehen. Ich gucke erstmal hier unten. Oh. Geh weg, geh weg, geh weg. Du auch. Keiner mag dich. Guck mal, wie chillig der hier so hergeht. Ich bin der Oberchiller. Da, da, da. Weg, du Schnecke. Vier was? Ja toll, ich habe aber keine vier mehr. Ich habe drei nur noch, verdammt. Oh. Das ist ja cool. Ein versteckter Weg. Guck dir das mal an. Da
Das sind ja Tricks, mit denen die hier auffahren. Toll. Da brauche ich jetzt 5 Dinger und ich habe nur 3. Kann ich hier noch was finden irgendwo unter Wasser? Ja, da kann ich genau gar nichts eintragen. Was würde passieren, wenn ich sterbe? Wenn ich sterbe, dann würde ich doch wieder hier starten. Und hätte ich dann volle Energie? Das muss ich mal testen. Ja, ich weiß. Nee, ich habe doch nicht volle Energie. Schade. Dann muss ich jetzt irgendwo hier Energie herkriegen. Das ist natürlich mies. Ja, dann muss ich wieder zurück. Hier hoch gehe ich immer am besten. Oh Gott, Alter! Das ist doch echt nicht mehr normal mit diesen Dingern. Ich dachte, es kommt eine nervige Kacke nach der anderen. Da freust du dich, dass du mal eine Sekunde verschnaufen kannst. Kommt gleich wieder so ein Ding hier runtergefahren. Das gibt's doch nicht. So, bevor wir jetzt hier weitergehen, ihr Lieben, machen wir erstmal eine kleine Pause. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin!